Hallo und herzlich willkommen hier bei Game Story zu der zweiten Folge der Geschichte der nicht Videospiele, sondern Konsolen, PCs und was da alles so drum herum fällt. Und heute werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, das zu groß ist, um es ausführlich zu behandeln. Also der Anfang wird ausführlich behandelt, aber dann nicht weiter, weil das Thema wäre sonst viel zu groß, um das noch weiter auszuführen. Und zwar geht es um die Geschichte der Arcades oder der Arcade-Automaten, der Spielhallen-Automaten, der Spielautomaten, wie man auch immer das sagen will, im Deutschen und Englischen. Das ist ja auch eine frühe Form des Spielens gewesen. Es gibt diese, also die Arcades an sich, das geht schon zurück bis in die 50er, da waren es aber halt noch diese mechanischen Gerätschaften. Oder man könnte auch im weitesten Sinne Flipper-Automaten dazu nehmen. Mir geht es aber tatsächlich um die Videospiel-Arcades in dem Sinne. Und das kam ja auch so in den frühen 70ern auf, so mit der Magnavox Odyssey, die wir in Folge 1 behandelt haben, kam auch ungefähr dann die Arcades richtig ins Rollen. Was heißt richtig ins Rollen? Die kamen erst Ende der 80er richtig, Ende der 70er richtig ins Rollen. Anfang der 70er war das ja noch nicht so. Ich habe mir überlegt, dass ich das Ganze quasi mit den ersten zwei großen Arcade-Titeln beginne. Und wie viele vielleicht wissen, die ersten beiden großen Spiele oder Arcade-Automaten waren von Atari. Deshalb wird auch Atari eine Rolle spielen, beziehungsweise einer der Gründer, den bekannteren der beiden, wird dann auch noch mal ein bisschen da eingeführt von mir. Wie es halt bei Ralf Baer mit der Odyssey war, werden wir hier auf jeden Fall auch ein bisschen über Nolan Bushnell reden. Und eben über die ersten zwei Arcade-Automaten, die entstanden sind und die quasi den Anfang gemacht haben für spätere Arcade-Titel, die auf jeden Fall von Verkaufszahlen her natürlich erfolgreicher waren, weil dann auch ein größerer Markt da war und vor allen Dingen nach dem ersten. Das zweite ist ja um einiges bekannter geworden, da gehen wir auch noch drauf ein. Und ja, jetzt müssen wir aber erstmal herausfinden, was denn Arcades eigentlich sind oder worum es da geht. Ich meine, ich erzähle wahrscheinlich nichts Neues, aber es wird trotzdem getan, weil es so sich gehört. Also, ein Arcade-Videospiel ist ein Spielhallenspiel, bei dem die Eingabe des Spielers von den Controllern des Spiels durch elektronische oder computergeschützte Komponenten verarbeitet und auf einem Videogerät in der Regel ein Monitor angezeigt werden, das sich in einem geschlossenen Spielhallenschrank befindet. Arcade-Videospiele werden in Spielhallen häufig zusammen mit anderen Arcade-Spielen wie Flippern und Automatenspielen aufgestellt. Bis in die späten 1990er Jahre waren Arcade-Videospiele der größte und technologisch fortschrittlichste Sektor der Videospielindustrie. Das erste Spielhallenspiel, Computer Space, wurde von Nolan Bushnell und Ted Dabney, den Gründern von Atari, entwickelt und 1971 auf den Markt gebracht. Ein Jahr später folgte Pong. Die Branche verzeichnete ein bescheidenes Wachstum, bis 1978 Space Invaders von Taito und 1980 Pac-Man von Namco auf den Markt kamen und ein goldenes Zeitalter der Arcade-Videospiele einleiteten, das in etwa bis 1983 andauerte. Zu diesem Zeitpunkt führte die Sättigung des Marktes mit Arcade-Spielen zu einem raschen Rückgang sowohl des Marktes für Arcade-Spiele als auch der Spielhallen, die diese Spiele unterstützten. Mitte der 1980er Jahre erholte sich der Spielhallenmarkt mit Hilfe von Software-Konvertierungskits, neuen Genres wie Beat'em-ups und fortschrittlicheren Bewegungssimulatoren-Kabinetten. Anfang der 1990er Jahre kam es zu einem erneuten Aufschwung, als mit Street Fighter 2 von Capcom im Jahr 1991 das Genre der Kampfspiele aufkam und 3D-Grafiken aufkamen, bevor die Spielhallen im Westen Ende der 1990er Jahre zurückgingen. Nachdem mehrere traditionelle Unternehmen geschlossen oder in andere Bereiche abgewandert waren, vor allem im Westen, verloren Spielhallen im Westen weitestgehend an Bedeutung, blieben aber in Ost- und Südostasien weiterhin beliebt. Hallöchen, Mike. Ja, auch heute noch, es ist in, vor allen Dingen in, zumindest kommt es mir so vor, Hallöchen, Kitty, meine Güte, in Japan immer noch Arcade-Spiele sehr groß, genau so, mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen.
Ich persönlich war nie in einer Arcade-Halle in Deutschland. Ich war auch nie in der Nähe einer. Wenn ich es wüsste, wüsste ich es nicht. Ich habe nur einmal einen Arcade-Automaten gehabt, und zwar bei uns in einem Schwimmbad. Da gab es einen. Das waren auf jeden Fall ein Rennspiel. Ich kann leider nicht mehr genau sagen, welches. Vielleicht, wenn ich es irgendwann spielen sollte, weiß, kann ich es euch wieder sagen. Aber bis dahin kann ich leider nicht mehr genau sagen, was das für ein Spiel war. Es muss auf jeden Fall ja Mitte, Ende der 90er gewesen sein. Wie alt dann der Arcade in dem Moment schon war, kann ich nicht sagen. Aber das ist eigentlich das einzige Arcade-Spiel, was ich sowohl gesehen als auch gespielt habe, zumindest wissentlich. Und wie gesagt, es war halt ein Arcade-Automat in einem Schwimmbad, im Foyer. Genau, mehr war das nicht und mehr habe ich da auch nicht mitbekommen. Ja, in der Beschreibung jetzt ist schon ein Name gefallen und da gehen wir jetzt gleich hin, und zwar zum einen der beiden Gründer von Atari, und zwar Nolan Bushnell. Hier haben wir ein paar Fotos von ihm. Ja, jemand, der einiges, nicht nur Atari gegründet hat, er hat einige Firmen gegründet. Wir gehen jetzt natürlich in erster Linie auf seinen Werdegang und ja, seine Karriere mit Arcades ein. Und deshalb fange ich da jetzt an. Also, Nolan Key Bushnell, geboren am 5. Februar 1943, ist ein amerikanischer Geschäftsmann und Elektroingenieur. Er gründete Atari und die Chuck E. Cheese Pizza Time Theater Kette. Er wurde in die Video Game Hall of Fame und die Consumer Electronics Association Hall of Fame aufgenommen, erhielt das BAFTA-Stipendium und die Auszeichnung Innovator of the Year der Nation's Restaurant News und wurde von Newsweek zu einem der 50 Men Who Changed America ernannt. Ja, er hat sehr viele Sachen gemacht hier. Er hat mehr als 20 Unternehmen gegründet und ist einer der Gründerväter der Videospielindustrie. Er ist Mitglied des Vorstands von Anti-Aging Games. Im Jahr 2012 gründet er ein Unternehmen für Lernsoftware namens Brain Rush, das Videospieltechnologie in Lernsoftware einsetzt. Ja, ihm wird das Bushnellsche Gesetz zugeschrieben, ein Aphorismus, der besagt, dass Spiele, die leicht zu erlernen und schwer zu meistern sind, lohnend sind. Also da kommt das auch noch her hinzu. Er war ein Tausendsasser, ich meine 20 Firmen gegründet. Ich weiß nicht, wie viele davon dann auch wirklich langfristig Erfolg hatten. Aber er hat einige Auszeichnungen erhalten und ja, auch noch das Bushnell Gesetz hat er auch noch bekommen. Ja, kurz, das war jetzt eine kurze Zusammenfassung von Nolan Bushnell. Was über seinen genauen Werdegang werden wir ja noch jetzt bei den angesprochenen Arcade-Spielen noch näher dran gehen, deshalb da wollte ich jetzt nicht nochmal, ich will nicht alles doppelt erzählen. Und das erste Arcade-Spiel, das es ja mehr oder weniger massenmarkttauglich gab, war Computer Space. Und darüber werden wir jetzt reden. Ja, zu Beginn der 1970er Jahre existierten Videospiele fast ausschließlich als Neuheiten, die von Programmierern und Technikern mit Zugang zu Computern, vor allem in Forschungseinrichtungen und großen Unternehmen, weitergegeben wurden. Eins dieser Spiele war Space War. Hier gespielt auf dem PDP-1. Das 1962 von Steve Russell und anderen Programmierern am Massachusetts Institute of Technology für die PDP-1 der Digital Equipment Corporation entwickelt wurde. Bei diesem Spiel für zwei Spieler liefern sich zwei Raumschiffe einen Nahkampf, während sie auf einer zweidimensionalen Ebene in der Schwerkraftquelle eines Sterns vor dem Hintergrund eines Sternfeldes manövrieren. Das Spiel wurde nach seiner ersten Veröffentlichung auf mehreren der frühen Computerinstallationen in amerikanischen akademischen Einrichtungen kopiert, was es wahrscheinlich zum ersten Videospiel machte, das außerhalb eines einzelnen Forschungsinstituts erhältlich war. Space War war in den 1960er Jahren in der ja kleinen Programmiergemeinde äußerst beliebt und wurde in großem Umfang auf andere Minicomputern und Großrechnern der damaligen Zeit nachgebaut und später auf frühe Mikrocomputersysteme übertragen.
Der frühe Computerwissenschaftler Alan Kay bemerkte 1972, dass das Spiel Space War spontan überall dort aufblühte, wo ein Grafikdisplay an einen Computer angeschlossen ist. Und Martin Graetz erinnert sich 1981 daran, dass das Spiel bei seiner anfänglichen Verbreitung auf so gut wie jedem Forschungscomputer mit einem programmierbaren CRT-Bildschirm zu finden war. Warum zum Teufel kommst du 20 Minuten später damit an? Okay. Obwohl das Spiel für damalige Zeit weit verbreitet war, war seine unmittelbare Reichweite doch sehr begrenzt. Die PDP-1 kostete 120.000 US-Dollar. Das entspricht etwa 1.161.000 Dollar im Jahr 2022. Und es wurden nur 53 Exemplare verkauft. Die meisten davon ohne Monitor, was es dem ursprünglichen Space War und allen anderen Spielen dieser Zeit unmöglich machte, über ein enges akademisches Publikum hinauszukommen. Okay. Die ursprünglichen Entwickler von Space War überlegten, wie sie das Spiel zu Geld machen könnten, sahen aber angesichts des hohen Preises des Computers und auf dem es lief keine Möglichkeiten, Computer Space, das erst 1971 veröffentlicht wurde, Computer Space, das erst 1971 veröffentlicht wurde, war das erste kommerzielle Videospiel auf der Grundlage von Space War. Während seines Studiums an der University of Utah hatte der Elektronikstudent Nolan Bushnell einen Teilzeitjob in einer Spielhalle, wo er sich mit elektromechanischen Arcade-Spielen wie dem Rennspiel Speedway von Chicago Coin 1969 vertraut machte, indem er den Kunden beim Spielen zusah und bei der Wartung der Geräte half, während er deren Funktionsweise kennenlernte und sein Verständnis für die Funktionsweise des Spielgeschäfts entwickelte. Nach seinem College-Abschluss arbeitete Bushnell 1969 als Ingenieur in Kalifornien für Ampex, ein Elektronikunternehmen, das sich mit Audio- und Videoaufnahmetechniken beschäftigte. In einem Club für das Brettspiel Go lernte Bushnell den Forscher Jim Stein kennen, der für das Projekt für künstliche Intelligenz der Stanford University arbeitete. Von ihm erfuhr Bushnell, dass Space War auf dem PDP-6 des Labors lief und spielte das Spiel bei einem Besuch dort gegen ihn. Bushnell hatte zuvor während des Sommers im Lagoon Amusement Park in Utah als Manager der Spielabteilung gearbeitet, der die Arcade-Spiele für überwachte. Als er Space War sah, glaubte er, dass eine Arcade-Version des Spiels sehr beliebt sein würde. Der hohe Preis von Computern, die das Spiel ausführen konnten, bedeutete jedoch, dass ein solches Arcade-Spiel wirtschaftlich nicht nachmachbar sein würde. Im Frühjahr 1970 sah er jedoch eine Anzeige für den Data General Nova Computer, der nur 4.000 US-Dollar kostete. Das entspricht heute aber immer noch 30.000 Dollar im Jahr 2022. Und dachte erneut über seinen Spaceball-Spielhallenschrank nach. Er glaubte, das Spiel zu einem Preis wirtschaftlich tragfähig wäre, wenn er 4 Monitore und Münzeinwurfschlitze anschließen könnte, um mehrere Spiele gleichzeitig laufen zu lassen. Er zeigte seinem Bürokollegen und Ampex-Ingenieur Ted Dabney Space War im Stanford Labor und die beiden vereinbarten zusammenzuarbeiten, um ein Prototyp des Spiels zu entwickeln. Bushnell hatte zwar einige Erfahrungen mit Computern und digitaler Technik, aber nicht genug, um das Spiel alleine zu entwickeln. Während der ältere Dabney mehr Erfahrung mit analoger Technik und Hardware hatte, da er Videobearbeitungs- und Steuerschaltungs- sowie Stromversorgungen entwickelt hatte. Punkt. Nachdem sie sich auf die erste Idee geeignet hatten, begannen Bushnell und Dabney mit dem Entwurf eines Prototyps, der auf einem Data General Nova basierte. Im Laufe des Sommers schmiedeten sie Pläne für die Entwicklung des Spiels und im Frühherbst stieß Larry Bryan, ein Computerprogrammierer, der ebenfalls bei Ampex arbeitete, zu ihnen. Bushnell und Dabney investierten jeweils 100 US-Dollar in einer Partnerschaft, die Brian Syzygy nannte, um Komponenten zu kaufen. Der Name, ey. Ja, Syzygy, so sah die da damals aus. Syzygy Co. Entertainment Electronic Development. Schon bald stießen sie auf Schwierigkeiten mit ihrem geplanten Design. Der Computer war nicht leistungsfähig genug, um mehrere Spiele gleichzeitig auszuführen und die Bildschirme so schnell zu aktualisieren, wie es für die Spielbarkeit der Spiele erforderlich war.
Brian erkannte dies bald nach Beginn der Arbeit an dem Projekt im August 1970, als er versuchte, den für die Ausführung der Spiele erforderlichen Code zu entwerfen, und verlief das Projekt, bevor Syzygy offiziell gegründet wurde, ohne jemals Geld beizusteuern. Bushnell und Dabney arbeiteten noch einige Monate an dem Entwurf weiter. Die beiden versuchten, die Belastung des Computers zu verringern, indem sie Unterprogramme wie die Anzeige des Hintergrundsterne durch spezielle Hardware ersetzten. Aber das erwies sich als unzureichend. Auch die Reduzierung der Anzahl der Monitore reichte nicht aus. Ende November 1970 beschloss Bushnell, das Projekt als unhaltbar aufzugeben. Dabney hatte die Arbeit an dem Entwurf schon eine Weile vorher eingestellt. Es ist unklar, ob die beiden wussten, dass Data General auf der Fall Joint Computer Conference im Dezember 1968 eine leistungsfähigere Variante des Nova vorgeführt hatten, die für 8.000 US-Dollar verkauft wurde und mit einem einzigen Spiel von Space War lief, obwohl diese Lösung für ein Arcade-Spiel zu teuer gewesen wäre, das damals typischerweise 1.000 US-Dollar kostete. Bushnell konnte die Spielidee jedoch nicht aus dem Kopf bekommen und dachte bald an eine Möglichkeit, das Videosignal auf dem Bildschirm mit Hardware zu manipulieren, ohne dass ein Computer es steuern musste. Und so kamen die beiden auf die Idee, Hardware-Komponenten zu bauen, die Teil des Spiels für den Computer übernehmen sollten. Bushnell und Dabney begannen mit der Entwicklung spezieller Hardware, um die Funktion des Spiels auszuführen, und im Januar 1971 bewegte sich ein Punkt auf einem Bildschirm. Das ist krass. Bushnell entwarf einen Brief vom 26. Januar, um 6 Data Nova Computer zu bestellen. Er schickte den Brief jedoch nicht ab. Ende Januar versuchte er, das Programm auf einem lokalen Nova laufen zu lassen, und stellte fest, dass er sich bei den Anforderungen verrechnet hatte. Selbst nachdem mehrere Funktionen aus dem Programm, das nun Cosmic Combat hieß, entfernt wurden, konnten der Computer immer noch nicht mehrere Instanzen gleichzeitig ausführen. Obwohl er verärgert war, erkannte Bushnell bald, dass es möglich sein würde, die Nova vollständig durch maßgeschneiderte Hardware zu ersetzen und dass die Kosten für den Bau der Computersystems für das gesamte Spiel viel geringer sein würden. Infolgedessen wurden sie nicht mehrere Instanzen des Spiels auf denselben Computer laufen lassen müssen, um rentabel zu sein. Andererseits war die benutzerfreundliche Hardware nicht so leistungsfähig wie der teurere Nova-Computer, was bedeutete, dass die beiden Änderungen am Gameplay vornehmen mussten. Space War war ein Spiel für 2 Spieler, bei dem man sich im Gravitationsfeld eines Zentralgestirns bekämpfen musste. Keins dieser Futures konnte auf den speziellen Schaltkreisen, die die beiden herstellten, ausgeführt werden. Also wurde das Spiel auf ein Einzelspielerspiel reduziert, bei dem der Spieler gegen 2 computergesteuerte Raumschiffe im offenen Weltraum kämpft. Im Januar 1971 gründete Bushnell und Dabney Syzygy Engineering, meine Güte, als offizielles Unternehmen, nur mit einem Bargeldbetrag von jeweils 350 US-Dollar. Sie wandten sich mit ihrem Prototyp an Ampex und einen früheren Manager von Dabney stieß aber auf kein Interesse. Die großen Hersteller von Arcade-Spielen hatten damals ihren Sitz in Chicago, was ihre Möglichkeiten einschränkte, ihre Idee einer bestehenden Firma zu demonstrieren. Während eines Zahnarzttermins Anfang 71 erzählte Bushnell den Zahnarzt von dem Spiel und dass er auf der Suche nach einem Hersteller sei. Der Zahnarzt wiederum verwies ihn an einen anderen Patienten von ihm, Dave Ralston, den Verkaufsleiter von Nutting Associates in Mountain View, Kalifornien. Habe ich auch noch ein Logo? Beziehungsweise das ist der Gründer von Nutting Associates mit Computer Space. Erzähl dies mal deinem Zahnarzt. Der Zahnarzt hilft dir darauf, das zu verkaufen, ey. Nutting war 1966 auf der Grundlage von Computer Quiz, einem analogen Quizspiel für Spielhallen, gegründet worden und war 1971 auf der Suche nach einem weiteren Erfolgsspiel. Nach einem Treffen mit Bushnell war Nutting der Meinung, dass sein Spiel den potenziellen Erfolg darstellte, den es brauchte, um die sinkenden Verkaufszahlen von Computer Quiz Updates zu ersetzen, da Quizspiele immer unbeliebter wurden und das Unternehmen nicht über ein Ingenieurteam verfügte, das erfolgreich neue Spiele entwerfen konnte. Nutting erklärte sich nicht nur bereit, das Spiel herzustellen, sondern stellte Bushnell auch als Chefingenieur ein. Außerdem behielt Syzygy Engineering das Eigentum an dem Spiel, obwohl Nutting zustimmte, Syzygy Raum für den Bau des Prototyps und die Herstellung des Spiels nach Fertigstellung zu geben. Syzygy sollte 5% von jeder verkauften Box erhalten. Bushnell vereinbarte außerhalb der normalen Arbeitszeiten an Cosmic Combat zu arbeiten, bis es in Produktion ging, um es zu konzeptionell von seinem neuen Job bei Nutting zu trennen, um zu verhindern, dass Nutting später Eigentumsansprüche geltend machen konnte, weil er für die Zeit oder das Material, die er für den Bau des Spiels aufgewendet hatte, bezahlen musste.
Dabney blieb bis zum Sommer bei der MPEX, als er kündigte, um sich bald schnell bei Nothing anzuschließen. Da er zunächst nicht gewillt war, seinen stabilen Job zu verlassen, in dem er 10 Jahre lang gearbeitet hatte, ohne weitere Beweise dafür, dass das Spiel ein Erfolg werden würde. Nach seinem Wechsel zu Nothing übernahm Bushnell den Großteil der Entwicklungsarbeit für das Spiel. Dabney hatte erklärt, dass er Bushnell bei einigen Entwürfen beriet. Nachdem Dabney bei Nothing zu Bushnell gestoßen war, half er bei der Entwicklung des Gehäuses selbst einschließlich des Münzeinwurfs, des Bedienfelds und der Stromversorgung und entwarf ein Soundsystem, das ein Geräusch wie ein Raketentriebwerk erzeugen konnte. Im August 71 war ein erster Prototyp des Spiels, das nun in Anlehnung an das Computer Quiz den Namen Computer Space erhielt, fertiggestellt und Syzygy ging zu Testzwecken an den Standort. Sie stellten das Spiel in der Dutch Goose Bar in der Nähe der Stanford University auf, wo es großen Erfolg hatte. Nothing war von der Resonanz ermutigt und beeilte sich, mehrere fertige Gehäuse für das Music Operators of America Music and Amusement Machines Exposition im Oktober anzufertigen. Weitere Tests vor Ort ergaben eine weniger enthusiastische Reaktion der Kunden, die von der Spielmechanik und den Steuerelementen verwirrt waren, und Syzygy passte eilig die Spielanweisungen an, um sie für die Spieler verständlicher zu machen. Der endgültige Entwurf von Computer Space verwendete keinen Mikroprozessor. Das gesamte Computersystem ist eine Zustandsmaschine aus integrierten Schaltkreisen der Serie 7400 mit monochromen Grafikelementen, die in Diodenarrays untergebracht sind. Die Arrays, die Bushnell entworfen hat, um die Raketen mit nur 4 Arrays in 16 Richtungen drehen zu können, sind in der Form der Schiffe angeordnet, um den Spieler klarzumachen, was ersetzt werden musste, wenn etwas kaputt geht. Diese Arrays verringerten den Arbeitsaufwand, den das Spiel für die Aktualisierung des Bildschirms leisten musste. Anstatt den gesamten Bildschirm bei jeder Änderung zu aktualisieren, wie bei Space War, konnte jedes Element unabhängig von den anderen bewegt werden. Die Schiffe selbst wurden auf dem Bildschirm als Muster aus Punkten und nicht aus zusammenhängenden Linien gezeichnet und waren im Wesentlichen fest verdrahtete Bitmaps. Sie gelten als eine frühe Form des Konzepts der Sprite-Grafik. Das Gehäuse enthält einen speziellen, für das Spiel modifizierten 15 Zoll schwarz-weiß Fernsehbildschirm von General Electric als Monitor. In dem von Bushnell konstruierten rudimentären Algorithmus feuern die feindlichen Schiffe auf den Quadranten des Bildschirms, in dem sich die Rakete des Spiels befindet, und nicht direkt auf die Rakete des Spielers. Ja, genau. Jetzt müsste man fast noch... Genau, jetzt schauen wir uns, jetzt haben wir noch die Bilder hier noch rein von eben, wie dann Computer Space am Ende aussah. Während Syzygy und Nothing sich auf die MOA-Show vorbereiteten, erfuhr Bushnell, dass ein anderes Ingenieurspaar, Bill Pitts und Huge Tuck, ebenfalls an einer Arcade-Version von Space War arbeiteten. Im August 1971 rief Bushnell Pitts und Tuck an, die unter dem Namen Mini Computer Applications arbeiteten, damit sie sich treffen und ihre Lösung für das Problem der Ausführung von Space War auf einem preiswerten Computer besprechen konnten. Pitts und Tuck entwickelten einen Prototyp von Galaxy Game, als sie sich mit Bushnell trafen. Das Spiel, obwohl eine getreue Nachbildung von Space War, lief jedoch auf einem extern angeschlossenen DEC-PDP-11 mit einem elektrostatischen Display 1300A von Hewlett Packard. Und die Gesamtkosten des Prototyps beliefen sich auf 20.000 US-Dollar. Das entspricht etwa 145.000 US-Dollar im Jahr 2022. Das Syzygy-Duo war erleichtert, aber auch etwas enttäuscht, als es feststellte, dass Galaxy Game keine innovative Lösung verwendete, die Syzygy vermisst hatte, um ein wirtschaftlich konkurrenzfähiges Arcade-Spiel zu entwickeln. Pitts und Tuck hingegen waren der Meinung, dass Computer Space eine blasse Nachahmung von Space War war, während Galaxy Game eine bessere Adaption des Spiels darstellte. Sie produzierten schließlich 2 Prototypen des Spiels, die beide im Gebäude der Stanford Student Union ausgestellt wurden, brachten das Spiel aber aufgrund der hohen Kosten für das Gehäuse nie in den Handel. Jetzt gehen wir quasi ganz kurz, oder was heißt ganz kurz, wir werden jetzt auch Galaxy Game angucken, denn es hätte durchaus sein können, dass dieses Spiel auch zu den ersten Arcade-Automaten dass das dann quasi das erste richtige kommerziell erfolgreiche oder Arcade-Spiel. Und das ist quasi hier Galaxy Game. So sahen die beiden Maschinen, die, glaube ich, jemals gebaut wurden, aus.
Ja, Galaxy Game ist ein Weltraumkampf-Arcade-Spiel, das 1971 in der frühen Ära der Videospiele entwickelt wurde. Galaxy Game ist eine erweiterte Version von Space Wars im Jahr 1962, dem möglicherweise ersten Videospiel, das auf mehreren Computerinstallationen gespielt wurde. Es handelt von zwei Raumschiffen, The Needle and the Wedge, die sich in einem Nahkampf liefern, während sie in der Schwerkraftquelle eines Sterns manövrieren. Beide Schiffe werden von menschlichen Spielern gesteuert. Der erste Prototyp wurde von Bill Pitts und Hugh Tuck entwickelt und kostete 20.000 US-Dollar, umgerechnet etwa 140.000 US-Dollar im Jahr 2022. Ich noch schnell mal ein Bild von den beiden. Das Einzige, was ich gefunden habe, zumindest aus dem Jahr, aus den früheren Jahren. Er bestand aus einem PDP-11 Minicomputer der Digital Equipment Corporation, der über ein Kabel mit einer hölzernen Konsole mit Monitor, Bedienelementen und Sitzen verbunden war. Die Spieler zahlten 10 Cent pro Spiel oder 25 Cent für drei Spiele. Es handelte sich um eines der ersten münzbetriebenen Videospiele. Der Prototyp wurde im November 1971 im Tresider Student Union Building an der Stanford University aufgestellt. Nur wenige Monate nach einer ähnlichen Ausstellung eines Prototyps von Computer Space und war damit das zweite bekannte Videospiel, für das man Geld bezahlen musste. Die beiden bauten einen zweiten Prototyp, der im Juni 1972 den ersten Interstellar ersetzte. Er bot die Möglichkeit, mehrere Spiele gleichzeitig auf vier Monitoren zu spielen, obwohl aus Platzgründen nur zwei Konsolen mit Monitoren installiert wurden. Diese Konsolen hatten ein blaues Glasfasergehäuse und die PDP-11 war in einer der Konsolen untergebracht. Zum Zeitpunkt der Installation hatten die beiden 65.000 US-Dollar, das entspricht etwa 455.000 US-Dollar im Jahr 2022, für das Projekt ausgegeben, konnten das Spiel aber nicht kommerziell verwerten. Ja, dieser zweite Prototyp, den haben wir auch schon gesehen, oder da ist er auch nochmal. Also das ist quasi dann der zweite Prototyp. Der zweite Prototyp blieb bis 1979 im Gebäude der Studentenvereinigung, als der Anzeigeprozessor defekt wurde. Er wurde restauriert und 1997 in der Informatikabteilung von Stanford ausgestellt, bevor er im Jahr 2000 in das Computer History Museum umzog, wo er seit 2017 zu sehen ist. 1966 brach der Student Bill Pitts von der Stanford University, dessen Hobby es war, die Dampftunnel und Gebäude des Campus zu erkunden, in ein Gebäude ein, das er als Standort der Stanford mein Gott, wie spricht man das aus? Artificial Intelligence Projekt entdeckte, in dem sich ein DEC PDP-6 Timesharing Computersystem mit 20 daran angeschlossenen Teletype-Konsolen befand. Fasziniert von dem Computer und nachdem er mehrere Einführungskurse besucht hatte, überzeugte Pitts den Leiter des Projekts Lester Ahrens, ihm die Benutzung des Computers nach Feierabend zu gestatten. Schon bald besuchte Pitts keine Vorlesungen mehr, sondern verbrachte seine Nächte im Computerlabor, wo er sich mit den Diplomanten und Doktoranden austauschte und Space War auf der PDP-6 spielte. Pitts spielte oft gegen Hugh Tuck, einen Studenten der California Polytechnic State University, mit dem er seit der Highschool befreundet war. Während einer Space War-Sitzung, die je nach Quelle zwischen 66 und 69 stattfand, bemerkte Tuck, dass eine münzbetriebene Version des Spiels sehr erfolgreich sein würde. Ein solches Gerät war jedoch aufgrund seiner Kosten für Computer nicht realisierbar und die beiden verfolgten das Projekt nicht weiter. Hört sich irgendwie nach derselben Sache wie mit Bashnell an. 1971 erfuhr Pitts, der inzwischen sein Studium abgeschlossen hatte und bei Lockheed als PDP-10-Programmierer arbeitete, von der DEC PDP-11 von 1970, die für rund 14.000 US-Dollar verkauft wurde. Das war zwar immer noch zu viel für ein kommerziell nutzbares Produkt, da die meisten elektronischen Spiele in Spielhallen damals um die 1.000 US-Dollar kosteten, aber Tuck und Pitts hielten den Preis für niedrig genug, um ein Prototyp zu bauen, um das Interesse und den optimalen Preis pro Spiel zu ermitteln. Nachdem sie beschlossen hatten, mit der Arbeit an einer münzbetriebenen Version von Spaceport zu beginnen, kauften die beiden mit Unterstützung von Tucks Familie eine PDP-11 und begannen mit der Arbeit an einem Prototyp. Sie gaben insgesamt 20.000 US-Dollar aus, das entspricht etwa 145.000 Dollar im Jahr 2022, um einen einzelnen Arcade-Automaten für zwei Spieler zu bauen, wie das ursprüngliche Space War, und beschlossen, den Preis für das Spiel auf 10 Cent pro Spiel oder 25 Cent für drei Spiele festzulegen, wobei der Gewinner eines Spiels ein Gratisspiel erhielt. Sie verwendeten eine PDP-1120-Version der PDP-11, 14.000 US-Dollar, ein elektrostatisches Display 1300A von Hewlett Packard, 3.000 Dollar, und gaben den Rest für Münzprüfer, Joysticks, Verkabelung und Gehäuse aus.
Pitts baute die Computerhardware und kümmerte sich um die Programmierung, während Tuck, ein Maschinenbauingenieur, das Gehäuse entwarf. Der Displayadapter für den Bildschirm wurde von Ted Panofsky gebaut, die Münzprüfer stammten von Jukebox-Hersteller Rowan International und die Joysticks wurden in einem Geschäft für militärische Übungsschüsse als Reste von B-52-Bombersteuerung gefunden. Also die Joysticks sind echte B-52-Bomber-Joysticks. Auch nicht schlecht. Der Code für das Spiel basierte auf einer Version von Space War, die auf einer PDP-10 im Stanford-Labor für künstliche Intelligenz lief, aber mit zusätzlichen Funktionen modifiziert wurde. Pitts und Tuck benannten ihr Produkt aufgrund der Antikriegsstimmung von Space War in Galaxy Game um und gründeten im Juni 1971 eine Firma namens Mini Computer Applications, um das Spiel zu betreiben, während es sich der Fertigstellung näherte. Die Entwicklung des Prototypen dauerte etwa 3,5 Monate. Im August waren sie mit einer Entwicklung weit fortgeschritten und hatten die Erlaubnis erhalten, das Gerät im Treseda Student Union Building in Stanford als Testgelände aufzustellen. Zu diesem Zeitpunkt erhielten sie einen Anruf von Nolan Bushnell, der von ihrem Projekt gehört hatte und ihnen sein ähnliches Projekt zeigen wollte, an dem er gerade arbeitete. Im August 1971, als Bushnell, Tuck und Pitts anrief, hatte er und Dabney bereits einen Prototypen ihres Computerraumspiels in einer Bar in der Nähe von Stanford ausgestellt und mit Nutting Associates einen kommerziellen Hersteller für das Spiel gefunden. Sie war neugierig, was Tuck und Pitts unternommen hatten, um eine kommerziell konkurrenzfähige Version des Spiels zu entwickeln, waren aber erleichtert, wenn auch etwas enttäuscht, festzustellen, dass dieses Problem noch nicht gelöst hatten. Tuck und Pitts wiederum waren zwar von Bushnells Hardware beeindruckt, nicht aber von dem Spiel selbst. Sie waren der Meinung, dass Computer Space, ein Einzelspielerspiel ohne die zentrale Schwerkraftquelle, das Originalspiel eine blasse Nachahmung von Space War war, während ihr eigenes Galaxy Game eine bessere Adaption des Spiels war. Im November 1971 wurde der Prototyp des Galaxy Games vorgestellt. Die Konsole aus furniertem Nussbaumholz mit Sitzen für das Spiel befand sich im zweiten Stock des Gebäudes und war über ein 100 Fuß langes Kabel mit der PDP-11 auf dem Dachboden verbunden. Im Dezember wurde sie in einem Café im ersten Stock verlegt. Das Gerät war sehr erfolgreich. Pitts sagte später, dass es Menschenmassen anlockte, die den Spielern bis zu 10 zusahen. Das sind Menschenmassen, bis zu 10. Ja, warum nicht? Kurzzeitig wurde ein zweiter Monitor über der Konsole angebracht, damit die Zuschauer das Spiel besser sehen konnten. Die niedrigen Preise bedeuteten, dass sie den Preis der PDP-11 nicht annähernd wieder einspielten, aber sie waren von der Resonanz des Spiels begeistert und hatten nicht beabsichtigt, dass der Prototyp profitabel sein sollte. Da der erste Galaxy Game Prototyp einige Monate nach dem ersten Computer Space Prototyp der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, wird angenommen, dass es das zweite Videospiel war, für das Geld verlangt wurde. Aufgrund der positiven Resonanz auf Galaxy Game begannen Pitts und Tuck mit der Arbeit an einem weiteren Prototypen. Für das zweite Gerät bauten sie ein vollständig blaues Fiberglasgehäuse für das Konsolen, verbesserte die Qualität der Joysticks mit Hilfe einer Maschinenwerkstatt und modifizierten den Computer mit einem neueren Anzeigeprozessor, um bis zu 4 Spiele gleichzeitig auf verschiedenen Monitoren zu unterstützen. Entweder mehrere Spiele gleichzeitig, separate Spiele oder bis zu 4 Spieler, die dasselbe Spiel auf 2 Bildschirmen spielten. Außerdem platzierten sie die PDP-11 in einer der Konsolen anstatt einen separaten Ort. Ursprünglich war geplant gewesen, die Entwicklungskosten nach dem ersten Prototyp zu senken, doch die Beliebtheit des Spiels überzeugte die beiden, sich stattdessen auf die Entwicklung eines besseren Geräts zu konzentrieren, das mehrere Spiele ausführen konnte, um die Vorabinvestition zu amortisieren. Die neue Version wurde im Juni 1972 in einem Café im Studentenwerk installiert, allerdings aus Platzgründen nur mit 2 Bildschirmen. Der ursprüngliche Galaxy Game Prototyp wurde an mehreren Orten in der Gegend ausgestellt, war aber nicht so erfolgreich wie im Studentenwerk. Als der zweite Prototyp fertiggestellt wurde, hatten die beiden $65.000 für das Projekt ausgegeben und hatten keine Möglichkeit, die Kosten mit dem Gerät oder den kommerziellen Aussichten für eine breitere Veröffentlichung zu decken. Pitts erklärte später, dass er und Tuck sich auf die technischen Herausforderungen bei der Herstellung eines originalgetreuen, minzbetriebenen Space War Spiels konzentriert und der geschäftlichen Seite des Projekts wenig Aufmerksamkeit geschenkt hätten. Er war der Meinung, dass Computer Space kommerziell erfolgreich gewesen sei, weil Bushnell sich mehr auf die geschäftliche Seite seiner Idee als auf die technische konzentriert habe. Ja, und da haben wir schon das große Problem. Sie wollten einfach nur eine originalgetreue Darstellung bieten und ihnen waren mehr oder weniger die Kosten egal. Und Bushnell hat sich halt mehr auf das Geschäftliche konzentriert und hat versucht, das Spiel möglichst
ja nicht originalgetreu, sondern halt so, dass es halt kosteneffektiv hergestellt werden konnte, um eben erfolgreich da hervorzugehen. Wir wissen, dass ersteres nicht so erfolgreich war wie zweiteres. Und ja, so lief das dann. Also es gab schon eine Art kleinen Krieg zwischen zwei Herstellern, den am Ende dann ja die geschäftliche Seite gewonnen hat am Ende. Ja. Kommen wir wieder zurück zu Computer Space. Computer Space wurde erstmals auf der MOA-Messe vom 15. bis 17. Oktober 1971 vorgestellt. Dabneys Holzgehäuse für den ersten Prototyp wurde durch ein geschwungenes, futuristisches Glasfasergehäuse ersetzt, das Bushnell mit Knetmasse entworfen und von einem Schwimmbadhersteller gebaut hatte. Syzygy hatte gehofft, die Bewegung der Rakete mit einem Joystick steuern zu können, stellte aber fest, dass diese zu leicht zerbrach und beim Test vor Ort keine einzige Nacht überlebte. Die Entwickler von Galaxy Game waren auf das gleiche Problem gestoßen, hatten es aber mit teureren, maßgeschneiderten Joysticks aus Militärbeständen gelöst. Das Gehäuse trug den Namen, das Logo und das Logo von Nutting Associates sowie die Bezeichnung Syzygy Engineering. Nutting stellte auf der MOA-Messe vier Gehäuse aus, je eins in Rot, Blau, Weiß und Gelb, mit dem Hinweis, dass das Spiel bereits in Produktion sei, obwohl es sich tatsächlich um die einzigen vier Gehäuse handelten, die damals produziert wurden. Diese ersten Gehäuse waren einfarbig, später wurden sie mit einer glitzernden Oberfläche versehen. Die Gehäuse wurden beim Transport beschädigt und ein Monitor war kaputt. Syzygy reparierte die drei funktionierenden Gehäuse und öffnete das vierte, um den Besuchern das Innenleben zu demonstrieren. Das Spiel war bei den Zuschauern sehr beliebt. Die Ausstellungsfläche war überfüllt und die Fachzeitschrift Crashbox nannte es sehr vielversprechend und sehr glamourös. Die Spielehändler waren jedoch zögerlich, da sie Bedenken hinsichtlich des Potenzials des Spiels, der Zuverlässigkeit und der Attraktivität des eingebauten Bildschirms für Diebe hatten. Die Erinnerungen sind uneinheitlich, ob Nutting auf der Messe eine Handvoll oder gar keine Bestellungen entgegennahm. Nutting bestellte auf jeden Fall eine große Produktionsserie, da er davon ausging, dass die Händler das Spiel bei weiterer Bekanntheit in die Hand nehmen würden. Das Spiel ging irgendwann im November oder Dezember in die Erstproduktion und die volle Produktion begann Ende Januar 1972. Nutting bestellte eine Erstauflage von 1500 Einheiten von Computer Space, eine optimistische Entscheidung, wenn man bedenkt, dass ein erfolgreiches Arcade-Spiel zu dieser Zeit etwa 2000 Einheiten verkaufen würde, obwohl eine Handvoll davon 10.000 Einheiten erreicht hatte. Das Spiel wurde von den Händlern unterschiedlich aufgenommen. Während einige von dem Spiel begeistert waren, hielten andere es für verwirrend und bestenfalls für eine Modeerscheinung. Bis zum Frühjahr 1972 hatte sich das Spiel über 1000 Mal verkauft und laut Bushnell wurden 1976 zwischen 1300 und 1500 Einheiten abgesetzt. Was zwar ein kommerzieller Erfolg war und über 1 Million US-Dollar einbrachte, das entspricht etwa 6 Millionen 996.000 Millionen Dollar im Jahr 2022, aber eine Enttäuschung für Nutting darstellte, das auf einen großen Erfolg wie Computer Quiz gehofft hatte. Der relativ geringe Erfolg des Spiels wurde auf die Komplexität der Steuerung und die steile Lernkurve zurückgeführt, die Kunden, die an weniger komplexen Spiele gewöhnt waren, abschreckte. Bushnell merkte an, dass die Orte, an denen das Spiel gut lief, wie der Spieltestort Dutch Goose, im Allgemeinen in der Nähe von Universitäten lagen. Der allgemeine Markt für münzbetriebene Spiele befand sich jedoch in Arbeiterkneipen, wo die Gäste weniger daran interessiert waren, ein kompliziertes Spiel zu entschlüsseln. In dem Dokumentarfilm Video Game Invasion: The History of a Global Obsession erklärte Bushnell: Sicher, ich liebte es und alle meine Freunde liebten es, aber alle meine Freunde waren Ingenieure. Es war ein bisschen zu kompliziert für den Kerl mit dem Bier in der Bar. Bushnell hatte auch erklärt, dass ein Teil der Schwierigkeit in der Neuheit des Spiels lag. Er sagte, dass selbst einige Jahre später in St die Steuerung und das Gameplay für Spieler, die bis dahin andere Videospiele gesehen hatten, verständlicher gewesen wäre. Umgekehrt sagte Bushnell und Dabney, dass die Neuartigkeit des Spiels auch einen Teil seiner Attraktivität für die Spieler ausmachte. Die meisten Menschen hatten noch nie einen Fernsehbildschirm gesehen, auf dem Bilder angezeigt wurden, die von einer Person vor dem Bildschirm gesteuert wurden, anstatt eine Übertragung von einem entfernten Fernsehsender zu zeigen. Das Spiel erfüllte zwar nicht die großen Hoffnungen von Nutting, war aber erfolgreich genug, dass Nutting im Juli 1973 eine Zweispieler-Version des Spiels produzierte, die von Steve Bristow mit einem Gehäuse aus grünem Fiberglas gebaut wurde. Das Design wurde zunächst an Bushnell vergeben, aber sein Entwurf wurde entweder nicht fertiggestellt oder nicht verwendet.
Bushnell und Dutton, die arbeiteten nicht weiter an dem Spiel und es war kein großer Erfolg, obwohl die größte Erfolg bei den Arcade-Spielen zu dieser Zeit in der Regel ein Dutzend Nachahmungsspiele hervorbrachte, ist nur ein einziger Computer Space-Klon bekannt, der 1972 von 4Play Manufacturers als Star Trek produziert wurde. Ein speziell angefertigtes weißes Computer Space Gehäuse erschien 1973 in dem Film Soylent Green als futuristisches Unterhaltungsgerät und markierte den ersten Auftritt eines Videospiels in einem Film. Das glaube ich, könnten wir. Ja, doch, das machen wir noch mit dazu. Im Juni 1972 verließen Bushnell und Dabney Nutting Associates, nachdem Bushnell Nutting nicht davon überzeugen konnte, ihm einen 33-prozentigen Anteil an der Firma zu geben, und gründete Synergy Engineering. Sie nannten es stattdessen. Nutting hat dann Synergy Engineering gegründet? Die gab es doch schon. Ja, aber. Also, sie nannten es dann Atari, da eine andere Firma einen ähnlichen Namen hatte. Okay, irgendwie, der Text gibt nicht viel Sinn. Aber auf jeden Fall haben sie sich dann eben umbenannt von Synergy nach Atari, weil es schon eine Firma mit ähnlichen Namen gibt. So. Bushnell erklärte später, dass ihn der Erfolg von Computer Space in Bezug auf zukünftige Spielideen ermutigte, da er noch nie zuvor etwas geschaffen hatte, das so viel Geld einbrachte. Und er fühlte außerdem, dass seine Zeit bei Nutting ihm das Vertrauen gab, seine eigene Firma zu leiten, da er es nicht mehr vermasseln konnte, als sie es taten. Nutting Associates stellte keine weiteren Computer Space Spiele her, bevor sie 1976 geschlossen wurden. Bushnells Enthusiasmus wurde bald bestätigt, da das erste Spiel von Atari Pong einen wesentlich größeren Erfolg hatte als Computer Space. Obwohl es nicht so einflussreich wie Pong war, hatte Computer Space als erstes Arcade-Videospiel einen starken Einfluss auf das Design zukünftiger Videospiele, das Begriffe und Designs von früheren mechanischen Arcade-Spielen verwendete und eine Vorlage für die Umwandlung eines Mediums, das zuvor auf Forschungsgroßflächen entwickelt und gespielt wurde, in ein kommerzielles Modell für die allgemeinen Verbraucher bot. Es inspirierte direkt mehrere Videospiele und Spieldesigner wie Steve Bristow, der die Idee für Tank hatte, um die erfundenen Fängeln des Spiels durch leichter zu steuernde Panzer zu korrigieren, und Jerry Lawson, den Designer der Fairchild Channel F-Heimkonsole, und Larry Rosenthal, der teilweise durch seine Abneigung gegen die Vereinfachung von Space Warp durch Computer Space zu Space Wars inspiriert wurde, das auf Vektorgrafiken basierte, und Ed Lock, der die Steuerung und Bewegung des Spiels mit Elementen von Space Invaders kombinierte, um Asteroids zu entwickeln. Die Veröffentlichung von Computer Space markierte das Ende der frühen Geschichte der Videospiele und den Beginn der kommerziellen Videospielindustrie. Ja, wir haben gerade schon gehört, es gab viele, die sich eben von Computer Space inspiriert lassen haben, zum Guten meistens. Und ich habe Gott sei Dank die Erlaubnis bekommen von jemandem auf YouTube, der ein Original Computer Space Arcade Kabinett erworben hat und es genau vorstellt, das Video zu zeigen. Und deshalb werden wir jetzt uns dieses Video anschauen. Es ist nur 2 Minuten 22 lang. Es zeigt quasi das Arcade-Kabinett komplett und ich glaube auch ein bisschen was vom Spiel. Und das gucken wir uns jetzt mal kurz an. Viel Spaß dabei. Hey, 2600 here, and today we're taking a look at Computer Space, which is considered to be the very first coin-operated video arcade game. Now, Computer Space was created by Nolan Bushnell and Ted Dabney. Now, as we look at the control panel, you can see it's similar to Asteroids with
rotating and thrust in a shot. And the object of the game is to shoot the flying saucers and get a higher score than the flying saucers get from shooting you. And what makes the game difficult is having to deal with the thrusters that give your ship momentum as it floats around in space. Now, if you outscore the saucers in the game, you get an extra 90 seconds, and it's called hyperspace. And that's where the screen colors invert and change. And this can be repeated. Now, Bushnell and Dabney, they based Computer Space on a previous game that they saw at a college university called Space War, which has a similar idea and concept. The controls are just made a little simpler. Computer Space was eventually distributed through Nutting Associates, and the game went to sell a decent amount for arcade games at the time, but it wasn't a huge runaway success. Ja, eine kurze Einführung nochmal in Computer Space und die Geschichte dahinter. Genau. Also, ja. War der Wegweiser für Arcade-Spiele. Und Bushnell hat sicherlich auch das Richtige getan, indem er dann Nutting verlassen hat, weil, wie wir mitbekommen haben, 4 Jahre später haben die Pforten geschlossen. Wer weiß, was dann geworden wäre, wenn Bushnell und Dabney nicht Atari gegründet hätten. Und ja, der Name ist schon gefallen, vorher kurz. Ataris erstes großes Spiel. Was sie dann gemacht haben, ist uns allseits bekannt. In der Geschichte der Videospiele hatten wir sehr, sehr viele davon. Und es geht natürlich um Pong. Und das ist jetzt quasi der zweite große Arcade-Automat, den wir jetzt heute noch durchnehmen werden, um dann das Thema Arcades an sich abzuschließen. Ja, Pong ist eine Tischtennis-Sport-Videospiel mit einem einfachen zweidimensionalen Grafiken, das von Atari hergestellt und ursprünglich am 29. November 1972 veröffentlicht wurde. Es war eins der ersten Arcade-Spiele und es wurde von Alan Alcorn als Trainingsübung im Auftrag des Atari-Mitbegründers Nolan Bushnell entwickelt. Aber Bushnell und Atari-Mitbegründer Ted Dabney waren von der Qualität Alcorns Arbeit überrascht und beschlossen, das Spiel zu produzieren. Hier noch gleich mal ein Bild von dem guten Alan Alcorn. Bushnell basierte das Konzept des Spiels auf einem elektronischen Tischtennisspiel, das in Magnavox Odyssey das erste Heimvideospielkonsole enthalten war. Daraufhin verklagte Magnavox später Atari wegen Patentverletzung. Das hatten wir ja auch schon durchgenommen bei der Odyssey, bei der ersten Folge. Hier wird es auch noch mal kurz angerissen dann. Jetzt kommen wir erstmal zur Geschichte von Pong und wie es entstanden ist. Pong war das erste kommerziell erfolgreiche Videospiel und trug zusammen mit der Magnavox Odyssey zur Etablierung der Videospielindustrie bei. Schon bald nach seiner Veröffentlichung begannen mehrere Unternehmen mit der Produktion von Spielen, die sich eng an das Spielprinzip anlehnten. Schließlich brachten die Konkurrenten von Atari neue Arten von Videospielen heraus, die in unterschiedlichem Maße vom ursprünglichen Format von Pong abweichten, was Atari wiederum dazu veranlasste, seine Mitarbeiter zu ermutigen, über Pong hinauszugehen und selbst innovative Spiele zu produzieren. Atari brachte mehrere Fortsetzungen von Pong heraus, die auf den Spielprinzip des Originals aufbauten und neue Funktionen hinzufügten. In der Weihnachtssaison 1975 brachte Atari eine Heimversion von Pong heraus, die exklusiv über Sears-Filialen vertrieben wurde. Die Heimversion war ebenfalls ein kommerzieller Erfolg und führte zu zahlreichen Nachahmungen. Das Spiel wurde nach seiner Veröffentlichung für zahlreiche Heim- und tragbare Plattformen neu aufgelegt. Aufgrund seines kulturellen Einflusses ist Pong Teil der ständigen Sammlung des Smithsonian Institution in Washington D.C. Pong war das erste von Atari entwickelte Spiel. Nach der Produktion von Computer Space beschloss Bushnell, ein Unternehmen zu gründen, um weitere Spiele zu produzieren, indem er Ideen an andere Unternehmen lizenzierte. Der erste Vertrag war mit der Bally Manufacturing Corporation für ein Fahrspiel abgeschlossen. Kurz nach der Gründung stellte Bushnell Alan Alcorn aufgrund seiner Erfahrung mit Elektrotechnik und Informatik ein, mit dem Bushnell und Dabney auch schon bei Ampex zusammengearbeitet hatten. Vor seiner Tätigkeit bei Atari hatte Alcorn keine Erfahrung mit Videospielen.
Bushnell hatte ursprünglich geplant, ein Fahrvideospiel zu entwickeln, das von Chicago's Coin Speedway von 1969 beeinflusst war, dem damals meistverkauften elektromechanischen Spiel in einer Spielhalle. Bushnell hatte jedoch Bedenken, dass es für Alcorns erstes Spiel zu kompliziert sein könnte. Um Alcorn an die Entwicklung von Spielen heranzuführen, gab Bushnell ihm ein Projekt, das insgeheim als Aufwärmübung gedacht war. Bushnell erzählte Alcorn, dass er einen Vertrag mit General Electric für ein Produkt hatte und bat Alcorn, ein einfaches Spiel mit einem beweglichen Punkt, zwei Schlägern und Ziffern für die Punktezählung zu entwickeln. 2011 gab Bushnell an, dass das Spiel von früheren Versionen des elektronischen Tennisspiels inspiriert war, die er zuvor gespielt hatte. Bushnell spielte 1964 während seines Studiums eine Version auf einem PDP-1-Computer. Alcorn behauptete jedoch, dass es eine direkte Reaktion auf Bushnells Anblick des Magnavox Odyssey-Tennisspiels gewesen wäre. Wer nun da recht hat, kann man natürlich nicht sagen. Aber ich finde es lustig, dass Bushnell seinen ersten neuen Angestellten, der keine Ahnung von Videospielen hat, eine Lüge vorbrachte, um ein Spiel zu entwickeln als Aufwärmübung, anstatt ihm einfach die Wahrheit zu sagen. Naja, egal. Im Mai 1972 hatte Bushnell den Magnavox Profit Caravan in Burlingame, Kalifornien besucht, wo er die Magnavox Odyssey Demonstration, insbesondere das Tischtennisspiel, spielte. Obwohl er der Meinung war, dass es dem Spiel an Qualität mangelte, veranlasste der Anblick Bushnell dazu, das Projekt an Alcorn zu übertragen. Alcorn untersuchte zunächst Bushnells Schaltpläne für Computer Space, hielt sie aber für unleserlich. Daraufhin erstellte er seine eigenen Entwürfe, die auf einem Kenntnis der Transistor-Transistor-Logic, also TTL, und Bushnells Spiel basierten. Da ihm das Grundspiel zu langweilig war, fügte Alcorn weitere Funktionen hinzu, um das Spiel attraktiver zu machen. Er teilte das Paddle in 8 Segmente, um den Rückspielwinkel des Balls zu verändern. So geben die mittleren Segmente den Ball in einen Winkel von 90 Grad zum Schläger zurück, während die äußeren Segmente den Ball in kleinere Winkeln zurückgeben. Er sorgte auch dafür, dass der Ball immer schneller wurde, je länger er im Spiel war. Wenn der Ball nicht getroffen wurde, wurde die Geschwindigkeit zurückgesetzt. Eine weitere Besonderheit war, dass der Schläger im Spiel den oberen Rand des Bildschirms nicht erreichen konnte. Dies wurde durch einen einfachen Schaltkreis verursacht, der einen inhärenten Fehler aufwies. Anstatt Zeit darauf zu verwenden, den Defekt zu beheben, entschied Alcorn, dass dies dem Spiel einen höheren Schwierigkeitsgrad verlieh und dazu beitrug, die Spielzeit zu begrenzen. Er stellte sich vor, dass zwei geübte Spieler sonst ewig spielen könnten. 3 Monate nach dem Beginn der Entwicklung teilte Bushnell Alcorn mit, dass er sich realistische Soundeffekte und eine brüllende Menge wünschen würde. Dudney wollte, dass das Spiel buht und zischt, wenn ein Spieler eine Runde verliert. Alcorn hatte nur begrenzten Platz für die notwendige Elektronik zur Verfügung und wusste nicht, wie man solche Geräusche mit digitalen Schaltungen erzeugen konnte. Nachdem er den Sync-Generator inspiziert hatte, entdeckte er, dass er verschiedene Töne erzeugen konnte und verwendete diese für den Soundeffekt des Spiels. Um den Prototypen zu bauen, kaufte Alcorn einen $75 Hitachi Schwarz-Weiß-Fernseher in einem örtlichen Geschäft, stellte ihn in ein 1,2 Meter langes Holzgehäuse und lötete die Drähte in Platinen ein, um die notwendigen Schaltungen zu erstellen. Der Prototyp beeindruckte Bushnell und Dabney so sehr, dass sie glaubten, es könnte ein profitables Produkt sein und beschlossen, seine Marktfähigkeit zu testen. Und es gibt auch ein Bild von diesen ersten Prototypen. Das ist das hier. Im August 1972 stellten Bushnell und Alcorn den Pong-Prototypen in einer örtlichen Bar, Andy Capps Tavern, auf. Sie wählten die Bar aufgrund ihrer guten Zusammenarbeit mit dem Besitzer und Manager der Bar, Bill Geddes, aus. Atari belieferte Geddes mit Flipper-Automaten. Daher kommt auch das gute Geschäftsgebaren. Bushnell und Alcorn platzierten den Prototypen auf einem der Tische in der Nähe der anderen Unterhaltungsgeräte, einer Jukebox, Flipperautomaten und Computer Space. Das Spiel wurde in der ersten Nacht gut aufgenommen und seine Beliebtheit wuchs in den nächsten 1,5 Wochen weiter an. Bushnell begab sich daraufhin auf eine Geschäftsreise nach Chicago, um den Führungskräften von Bally und Midway Manufacturing Pong vorzuführen. Er beabsichtigte mit Pong seinen Vertrag mit Bally zu erfüllen und nicht mit dem Fahrspiel. Einige Tage später begann der Prototyp technische Probleme aufzuweisen und Geddes wandte sich an Alcorn, um ihn zu reparieren. Bei der Inspektion des Geräts stellte Alcorn fest, dass das Problem darin bestand, dass der Münzmechanismus mit Münzen überfüllt war.
Nachdem er vom Erfolg des Spiels gehört hatte, beschloss Bushnell, dass er für Atari profitabler wäre, das Spiel zu produzieren, als es zu lizenzieren. Aber das Interesse von Bally und Midway war bereits geweckt. Bushnell beschloss, jede der beiden Gruppen darüber zu informieren, dass die andere nicht interessiert war. Bushnell sagte den Bally-Führungskräften, dass die Midway-Führungskräfte das Spiel nicht wollten und umgekehrt, um die Beziehungen für die zukünftigen Geschäfte zu erhalten. Als die beiden Konzerne Bushnells Kommentar hörten, lehnten sie sein Angebot ab. Bushnell hatte Schwierigkeiten, finanzielle Unterstützer für Pong zu finden. Die Banken betrachteten es als eine Variante von Flipper, die damals von der breiten Öffentlichkeit mit der Mafia in Verbindung gebracht wurde. Also ich finde übrigens Bushnells Gebaren echt schrecklich. Er spielt die beiden großen Konzerne aus. Sie haben es ja dann mitbekommen und haben dann beide gesagt, nö, fick dich. Aber ich finde es so merkwürdig, wie man so einen Geschäftsweg eingehen kann. Aber naja, egal. Und auch geil, dass Flippertische irgendwie mit Mafia in Verbindung gebracht werden. Okay. Atari erhielt schließlich eine Kreditlinie von Wells Fargo, mit der das Unternehmen seine Einrichtung erweiterte, um eine Montagelinie einzurichten. Das Unternehmen kündigte Pong am 29. November 1972 an. Das Management suchte beim örtlichen Arbeitsamt nach Montagearbeitern, konnten aber mit der Nachfrage nicht Schritt halten. Die ersten produzierten Arcade-Kabinette wurden sehr langsam zusammengebaut, etwa 10 Maschinen pro Tag, von denen viele der Qualitätstests nicht bestanden. Atari straffte schließlich den Prozess und begann, das in Spielen größere Mengen zu produzieren. 1973 begann man Pong mit Hilfe ausländischer Partner in andere Länder zu liefern. Ja, da könnte man jetzt ja eigentlich direkt in die Pong-Bilder reingehen. Ja. In Japan wurde Pong offiziell im November 1973 von Atari Japan veröffentlicht, das später Teil von Namco wurde. Allerdings wurde Pong auf dem Markt von zwei japanischen Pong-Klonen geschlagen, die im Juli 1973 veröffentlicht wurden. Pongtron von Sega und Elepong von Taito. So, und jetzt kommen wir zu der Klage von Magnavox. Im April 1974 reichte Magnavox Klage gegen Atari, Elliot Lesher, Bally Midway und Chicago Dynamics ein. Magnavox argumentierte, dass Atari die Patente von Zenders Associates in Bezug auf das Konzept des elektronischen Tischtennis verletzt habe und stützte sich dabei auf detaillierten Aufzeichnungen von Ralph Baer über den Entwicklungsprozess des Odyssey, die bis ins Jahr 1966 zurückreichten. Andere Dokumente enthielten Zeugenaussagen und ein unterschriebenes Gästebuch, aus dem hervorging, dass Bushnell vor der Veröffentlichung von Pong das Tischtennisspiel der Odyssey gespielt hatte. Zu den Behauptungen, er habe das Odyssey gesehen, erklärte Bushnell später, Tatsache ist, dass ich das Odyssey-Spiel gesehen habe und es nicht sehr clever fand. Nachdem er seine Operation erwogen hatte, beschloss Bushnell im Juni 1976, sich mit Magnavox außergerichtlich zu einigen. Bushnells Anwalt war der Meinung, dass sie gewinnen könnten. Allerdings schätzte er die Gerichtskosten auf 1,5 Millionen US-Dollar, was die Mittel von Atari überstiegen hätte. Magnavox bot Atari an, für 1,5 Millionen US-Dollar zahlbar in 8 Raten Lizenznehmer zu werden. Darüber hinaus erhielt Magnavox das Recht auf alle Informationen über Atari-Produkte, die im Laufe des nächsten Jahres öffentlich angekündigt oder herausgegeben wurden. Magnavox verfolgte weiterhin rechtliche Schritte gegen die anderen Unternehmen und die Verfahren begannen kurz nach der Einigung mit Atari. Der erste Prozess fand vor dem Bezirksgericht Chicago statt. Den Vorsitz hatte Richter John Grady. Magnavox gewann die Klage gegen die übrigen Beklagten. Möglicherweise verzögerte Atari die Ankündigung des Atari 2600 um einige Monate, um die Offenlegung von Informationen über das System im Rahmen der Vergleichsvereinbarung zu vermeiden. Ja, also ein Riesenerfolg für Magnavox. Wir haben ja schon im ersten Teil mitbekommen, dass die Odyssey an sich ja kein Erfolg war, aber aufgrund der ganzen Lizenzen haben sie halt doch sehr viel Geld damit eingenommen. Und ja, auch interessant eben, dass Atari extra den Atari 2.6 nach hinten gelegt hat, um eben nicht das offenlegen zu müssen, weil ja sonst vielleicht Magnavox ja eine gleichwertige oder eine bessere Konsole noch erstellt hätte. Ja, so läuft das manchmal. Trotzdem, die Magnavox kennt keiner mehr oder nur Leute, die sich damit beschäftigen. Und Atari kennt jeder, bis heute noch. Und Pong natürlich auch. Ja, so spielt das Leben.
Die von Atari hergestellten Pong-Arcade-Spiele waren ein großer Erfolg. Der Prototyp kam bei den Gästen von Andy Karps Taverne gut an. Die Leute kamen nur in die Bar, um das Spiel zu spielen. Nach seiner Veröffentlichung brachte Pong durchwegs viermal mehr Umsatz als andere Münzautomaten. Bushnell schätzte, dass das Spiel 35 bis 40 US-Dollar pro Tag einbrachte. Das heißt 140 bis 160 Spiele pro Tag und Konsole bei, 0, bei 25 Cent pro Spiel. Was er als etwas bezeichnete, das er in dieser münzbetriebenen Unterhaltungsindustrie zu dieser Zeit noch nie gesehen hatte. Die Ertragskraft des Spiels führte zu einem Anstieg der Bestellungen bei Atari. Dies verschaffte Atari eine stetige Einnahmequelle. Das Unternehmen verkaufte die Maschinen zum Dreifachen der Produktionskosten. Bis 1973 hatte das Unternehmen 2500 Bestellungen erfüllt und Ende 1974 mehr als 8000 Geräte verkauft. Die Arcade-Kabinette sind inzwischen zu Sammlerstücken geworden, wobei die Version für den Cocktailtisch die seltenste ist. Schon bald nach dem erfolgreichen Test des Spiels in Andy Capps Tavern begannen andere Unternehmen die Bar zu besuchen, um es zu inspizieren. 3 Monate später kamen ähnliche Spiele auf den Markt, die von Firmen wie Remtek und Nutting Associates hergestellt wurden. Atari konnte den Konkurrenten wenig entgegensetzen, da das Unternehmen zunächst keine Patente für die im Spiel verwendeten Festkörpertechnologie angemeldet hatte. Als das Unternehmen dann doch Patente anmeldete, verzögerte sich der Prozess durch Komplikationen. Infolgedessen bestand der Markt hauptsächlich aus Pong-Klonen. Der Autor Stephen Kent schätzte, dass Atari weniger als ein Drittel der Geräte produziert hatte. Wir wissen ja bei der Geschichte der Videospiele, wie viele Pong-Klone wir da durchgenommen hatten. Ich meine, allein im Jahr 1975, 76 waren es über 100. Bushnell bezeichnete die Konkurrenten als Jackals, weil er glaubt, dass sie einen unfairen Vorteil hatten. Seine Lösung, um mit ihnen zu konkurrieren, bestand darin, mehr innovative Spiele und Konzepte zu entwickeln. Also, ich finde ja, dass Bushnell auch nicht besser war, denn er hat ja auch nur eine Idee geklaut von Magnavox. Und dass es dann andere getan hat, nennt man dann Karma und rechtfertigt, nennt man dann Karma. Also, tut mir leid, ich kann mit dem guten Bushnell da nicht einhergehen. Ich meine, er hat dasselbe gemacht. Und jetzt andere als Schakale zu bezeichnen, nur weil sie dasselbe auch gemacht haben, finde ich ein bisschen fragwürdig. Ich meine, er ist ja selber schuld, wenn er sich patentieren lässt. Also, ich nenne das Karma. So, jetzt habe ich noch ein 8-minütiges Video zu dem Pong-Automaten, dem ursprünglichen, den originalen Pong-Automaten von 1972, der eben da auch nochmal vorgestellt wird. Und ja, das zeige ich euch jetzt noch und sage viel Spaß mit diesem Video. Every video game tells a story. For most of them, that story is very personal. The N64 that you got for Christmas might have been the first video game console that you owned as a child. Or maybe Pac-Man was the first video game that you remember playing when your parents took you to an arcade for the first time. Those experiences had a powerful impact on many of us and eventually led to a passion for retro gaming. However, some games have a story that is directly connected to the history of video games itself, like a rare development unit or a prototype gaming system. These machines have a link to a pivotal moment in video game history, and the story of their creation helped change the course of the industry. I recently had the opportunity to repair and fully restore this original 1972 Pong arcade machine, and in the process I learned about its unique story. It's a story that's connected to the origins of video games, a story of three men who were pioneers of the early video game and personal computing industries. On this week's episode of Fix It Friday, it's my pleasure to share that story with you for the first time and go into the process of how I restored this historic arcade machine. In the summer of 1966, Ralph Baer was a brilliant engineer that worked for a military contractor known as Sanders Associates. While he was waiting one day at the Port Authority bus terminal in Manhattan, he had a eureka moment where he envisioned a device that could connect to a television and create interactive games that people of all ages could play. Over the next 3 years, Baer and a few of his colleagues at Sanders had developed a prototype known as the Brown Box. This device connected to a standard black and white TV set, and it came with a set of games, including one called Table Tennis that was designed by his partner, Bill Rush.
Sanders Associates and Ralph Baer patented his unique invention, but they needed help to finance, market, and distribute this new product. They shopped around the brown box prototype for a few years, and eventually Magnavox was interested and licensed the technology from Sanders and Baer. The device was known as the Magnavox Odyssey, and it was released in September of 1972. It was the first home video game console ever released, and it went on to sell 350,000 units. In that same year of 1972, Nolan Bushnell and Ted Dabney were starting out on their own. They just finished making the first arcade game called Computer Space for a company called Nutting Associates, but it wasn't as successful as they had hoped. The controls were not that intuitive, and as a result, it wasn't that popular. However, the game was successful enough to allow Bushnell and Dabney to start their own company called Atari, with the intent of designing and licensing their games to other manufacturers. Bushnell and Dabney hired a new engineer named Al Alcorn, and Bushnell instructed Alcorn to design a simple tennis game as a training exercise so that he could get familiar with the concept of designing games. Bushnell came up with the idea after he had attended a Magnavox Odyssey promotional event in May of 1972. At the event, Bushnell tried out several of the Odyssey games, including Bill Rush's table tennis game. Bushnell was not impressed with the table tennis game, but he thought that the tennis or ping pong idea was a good one. During the summer of 1972, Alcorn developed the game with Bushnell and Dabney's help, completely unaware of the origins of his training assignment. Alcorn's Pong had appealing sounds as the ball bounced along the screen. It also kept the player's score, and the three men thought that it might have more potential than just as a training exercise. They decided to place a prototype machine in Andy Capp's Tavern in Sunnyvale, California, to see how well it would do. A few days later, the owner of the tavern called Alcorn to tell him that the machine had broken down. When Alcorn opened up the prototype machine to investigate, he discovered that it had stopped working because it was overflowing with quarters. Instead of licensing the game, Bushnell and Atari decided to release Pong on their own in November 1972. Pong was the first smash hit in the early history of video games, and Atari went on to sell thousands of cabinets and establish themselves as a major player in the new video game industry. It was the first game to demonstrate that video games could be wildly popular and very profitable. Dozens of Atari's competitors began copying and selling the game, and eventually it made its way into the home with the development of home Pong consoles that were popular all the way until the early 80s. But all of this copying of intellectual property without a licensing agreement was bound to lead to some lawsuits. And eventually, there was bound to be a copyright infringement lawsuit between two of the greatest innovators in the new industry, Magnavox and Atari. In April of 1974, Magnavox filed a patent infringement claim against Atari for the development of Pong. By 1974, Magnavox had seen success of companies such as Atari that were developing technology that was covered under their Magnavox Odyssey patents, and they decided that it was time to act. They sued Atari, Bally, Midway, Allied Leisure, and others, and the cases were eventually combined into Magnavox versus Bally. Nolan Bushnell and his lawyers believed that they could successfully fend off the patent suit, and Nolan reached out to his friend, David Ahl, to see if he could help with the lawsuit. David Ahl was an expert in the new industry of video games. He had previously worked at the DEC Corporation, one of the makers of the earliest mainframe computers. Some of the first non-commercial video games, like Space War, were developed on DEC mainframes at academic institutions, and David had published a newsletter for DEC that published instructions for playing these games on mini computers. David had left the DEC in 1974 and started his own publication called Creative Computing, which was one of the first magazines that covered the home computer revolution. During the trial, David stated that table tennis video games predated both Atari and Magnavox. He identified William Higginbotham at Brookhaven National Labs in Long Island as the developer of a table tennis game on an oscilloscope known as Tennis for Two. This game was made in 1958, long before the Magnavox Odyssey or Pong were developed. But Higginbotham's game was very different from the Odyssey and Pong in one crucial aspect. It did not require a television to operate, which was a major component of Ralph Baer's original patents. In the end, Atari decided to settle the case with Magnavox out of court.
it's estimated that Atari settled for about $400,000 to $1 million. Atari also licensed the technology from Magnavox so that they could continue to make Pong and other video games that were tied to the patents. At the time, Atari was still a new company, and so Nolan Bushnell offered to pay David with a Pong arcade machine instead of with cash. David agreed, and a new Pong arcade was manufactured and delivered to his doorstep. Every Pong arcade is special because of this game's historic significance, but this particular arcade has a direct link to Nolan Bushnell, David Ahl, Atari, and the early history of video games. This Pong arcade machine remained in David's collection until it was recently acquired by a collector in April of 2019. It had been reduced down to just a control panel and a game PCB, and it was no longer working. In August of 2019, this arcade was given to the Long Island Retro Gaming Expo in the hope that we could repair and restore it. Check in for part two of This Fix It Friday, where we go into the details of the repair and restoration of this historic game. Even better, this historic Pong arcade is available for you to play right now at the Cradle of Aviation Museum in Garden City, New York, from February 15th to April 19th. So stop on by and check it out. Ja, hier nochmal die Geschichte des Pongs nochmal gut nacherzählt, nochmal kurz und knackig in 8 Minuten, nicht wie ich in einer halben Stunde oder so, ja, 15, 20 Minuten waren es. Den Restaurationsprozess nehme ich jetzt nicht mit rein, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel dann noch. Aber ja, es war quasi jetzt so meine Version von der Geschichte der Arcade-Spiele. Wie gesagt, man könnte natürlich jetzt jedes große Spiel, das arcade-mäßig eine Rolle spielte, damit reinnehmen, aber das würde einfach den Rahmen sprengen des Ganzen. Das würde jetzt natürlich dann weitergehen mit Space Invaders und dann Pac-Man. Und wie schon gesagt, dann Street Fighter vielleicht noch. Aber ich denke, für den Anfang oder beziehungsweise halt für die Anfänge der Arcade-Spiele reicht dieser Überblick vollkommen. Den Rest kann man sich ja noch selber gerne weiterbilden, wenn man das möchte. Für mich reicht diese Situation mit diesen beiden Spielen, finde ich, vollkommen aus. Aber was bleibt uns da noch zu sagen? Klar, Nolan Bushnell ist ein Innovator gewesen. Klar, er hat gute Sachen gemacht, aber ich finde, dass sein Gehabe früher schon sehr fragwürdig war. Und auch vor allen Dingen eben diese Aussage, dass alle anderen Schakale sind, da er selbst einer ist oder aber einer war, finde ich schon ein bisschen, naja, merkwürdig. Und dass er auch anscheinend ja gelogen hat, wegen wann er Pong gespielt hätte und so weiter und die beiden Firmen ausgestochen hat und so weiter und so fort. Das finde ich alles nicht so dufte von ihm, muss man sagen. Trotz dessen hat er natürlich Erfolg gehabt. Das kann man ihm nicht vorwerfen, dass er keinen Erfolg hatte. Und er hat Atari gegründet und 19 andere, mehr oder weniger erfolgreiche Unternehmen wahrscheinlich. Ja, also unbestreitbar natürlich einer der Gründerväter der Videospielindustrie. Und ja, er wird und ist in den Geschichtsbüchern verewigt und wird auch nicht mehr rausgestrichen werden. Und ja, das ist dann soweit die Geschichte der Arcade-Spiele, würde ich mal sagen. Und damit würde ich sagen, mach mal auch Schluss. Oh, ich habe hier gar nicht die. Da muss ich noch schnell machen hier. Medienquelle? Da muss ich aber jetzt um einiges leiser machen. Ups. Weil sonst haust da den Leuten die Ohren weg. Medienquelle. Ich habe schließlich hier einen Endsong. Der sollte natürlich gespielt werden. Den habe ich unter Audio drin.
Wir wollen ja das richtig machen hier. Desktop. Da. Ah ja. Und los geht's. Ist immer noch warte mal, stopp, das geht so natürlich nicht. Ich muss das erste Mal, muss mal die erweiterten Augen Audio-Eigenschaften reinhauen, damit das hier hinhaut. Da. So, jetzt können, jetzt geht's. So. Ja, so, schön. Es hat ein bisschen länger gedauert. Da muss ich Luft schon ziemlich lange anhalten. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Exkurs in die Arcade, ja, in die frühe Zeit der Arcades gefallen. Und auch die zweite Folge von der Geschichte der Punkt, Punkt, Punkt war für euch hoffentlich informativ. Das nächste Mal, ich muss mal schauen, ob ich zu dem Thema, zu dem nächsten Thema genug zusammentragen könnte. Da wird es nämlich um die Terminals gehen. Quasi so, man muss was sagen, Terminals sind quasi die Mainframes nur eher für Multiplayer ausgelegt, weil das mehrere zusammengeschlossene Systeme sind. Da gab es ja auch einige Spiele, die wir im Rahmen auch der Geschichte der Computerspiele gespielt haben. Da weiß ich allerdings noch nicht, ob es da genug Material gibt, vor allen Dingen Videomaterial zum Anschauen. Ich möchte ja nicht nur erzählen und Bilder zeigen, sondern eben auch videotechnisch da ein bisschen was zeigen. Da muss ich noch gucken, ob ich da was zusammen friemeln kann. Ansonsten gibt es da eher vielleicht nur einen kurzen Bericht und dann geht es mit dem nächsten weiter. Das wäre dann wahrscheinlich der HP 9800. Gut, da gab es auch nur zwei Spiele für. Mal gucken. Ja, ich habe ja schon angekündigt im ersten Part, dass ich vielleicht auch über bestimmte Sachen oder dass wir sogar zwei, drei Sachen dann mal durchnehmen in einem Video. Das kommt eben ganz darauf an, wie viel Material dann es von den entsprechenden Sachen gibt. Genau. Ja. Mal schauen. Wir werden es sehen. Ihr werdet es sehen. Wir alle werden es sehen. Gut, dann meine Abmoderation. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem meiner anderen Streams oder anderen YouTube-Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend und später eine gute Nacht und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.